Moin Jungs, neue Möglichkeit bei Indeba. Wenn ihr jetzt noch MW schnell vorbestellen wollt, weil die Alpha demnächst losgeht und die Beta demnächst losgeht, spart euch euer Geld, gebt nicht alles für die PlayStation nutzend aus, sondern geht auf indeba.com und spart ein paar Euro bei dem Ganzen. Moin Jungs, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr werdet euch bestimmt wundern, auf die Uhr gucken und sagen, was das für eine Uhrzeit, wo Shappy hochlädt. Eigentlich hatte ich heute auch nicht vor, hochzuladen, sondern ich war die ganze Zeit am Schneiden und Bearbeiten für was richtig Geiles. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich mal wieder einfach nur so ein bisschen abgehe, dass ihr ein bisschen Spaß dabei habt, wie wir ein paar Noobs zerstören. Da habe ich was richtig Schönes für euch. Ihr bekommt das morgen 17 Uhr, auf jeden Fall einschalten. Ich denke, dass euch die Seite von mir am meisten bisher gefallen hat, aber eben gerade ist die Bombe geplatzt und ich habe das den ganzen Tag schon beobachtet. Das ist kein Witz, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich habe ja vor 3 Monaten das Video über das Treyarch-Interview gemacht. Unter anderem habe ich da gesagt, wer es mir nicht glaubt, kann sich es gerne angucken. Das ist wieder Genugtuung und wieder die Leute, die viel geredet haben, aber kommen wir auf den Punkt. Ich habe damals bei dem Interview schon gesagt, was auch 8Ford schon gesagt hat, David von der Haar wird zum Ende des Jahres Treyarch verlassen. Und ich habe dazu gesagt, es ist nicht sicher, dass er das freiwillig macht. Die letzten Tage, das war wirklich schon ein bisschen, man muss vorsichtig sein, wie man es nennt. Es war schon ein bisschen verrückt und für die erstmal, die nicht wissen, wer David von der Haar ist, schämt euch. David von der Haar war seit Black Ops 1 der Chef von Treyarch, der hauptsächlich ausführende Game-Entwickler, der für den Multiplayer zuständig war. Er war zu 99% hauptverantwortlich dafür, dass Black Ops 1 so ein Riesenerfolg war. Er war komplett dafür verantwortlich, dass Black Ops 2 so ein riesiger, riesiger Erfolg war. Das, was er mit den Games bisher in den letzten Jahren als Chef von Treyarch gemacht hat, war bisher und ist unerreicht. Und der hat, das hat man bei Black Ops 3 schon gemerkt, weniger seitens Treyarch mit dem Multiplayer zu tun gehabt. Da war er noch mit verantwortlich, das sieht man auch an einigen Sachen im Game, die wirklich sehr, sehr cool sind. Aber ihm wurde ein bisschen von den Handlungskompetenzen weggenommen, die er hatte. Bei Black Ops 4, falls es einige von euch nicht wissen, kann ich euch nur Folgendes sagen. Er hat mit dem Multiplayer nichts mehr zu tun gehabt, unfreiwillig, gar nichts mehr. Er hat das auch genauso heute Morgen noch getwittert. Er hat wirklich, weil er das über Jahre das Gesicht von Treyarch war, absolut den Hate der gesamten Community bei Twitter bekommen. Nach jedem neuen Black Ops 4 Update, was von Mal zu Mal schlechter wurde, sind die Leute nicht zu Tony Flame und Matt Scrons, nämlich die beiden Hauptverantwortlichen dieses Jahr bei Treyarch, sondern zu ihm gegangen, obwohl er ganz alleine, und das wurde mehr als einmal deutlich gemacht, nur für Blackout zuständig war. Alles, was im Multiplayer passiert ist, was da an Streaks reinkam, was da an Waffen reinkam, was da an Maps reinkam, ging nicht mehr über seinen Tisch. Er hat nichts mehr damit zu tun gehabt. Und ich schwöre es, Leute, ich habe die Kommentare unter seinem Twitter-Account gesehen. Er hat 1,2 Millionen Follower dort gehabt. Müsst ihr euch vorstellen, bei Twitter 1,2 Millionen dafür, dass er nicht mal ein Spieler ist, sondern ein Spielehersteller oder Entwickler eher. Er hat so viel Hass bekommen und man hat schon gemerkt in den letzten Tagen und Wochen, er hat da ganz wirres Zeug manchmal gepostet, ganz komische Sachen. Ihr habt vielleicht dieses Interview gesehen, das gibt es auch noch online, als er zum Release von Black Ops 4 irgendwie 60 Fragen in 180 Sekunden beantworten sollte. Und eins, das habe ich damals schon wirklich krass gefunden, das haben kaum welche mitbekommen. Er wurde gefragt, wie er auf den Namen Blackout kam, weil er immer sagte, mein Baby. Und seine Antwort war, es ist nicht mein Namensvorschlag, der Name wurde so bestimmt, ich mache nur die Schuhe, andere entscheiden, wie sie aussehen. Was er übersetzt im Prinzip gesagt hat, und das war damals schon ein großes Thema, er hat auch bei der Entwicklung von Blackout nur seine technischen Fähigkeiten einbringen können. Was die Geldmodels angeht, die Mikrotransaktionen, die Waffen da drinne, die Game Modes, das alles ist ihm von Activision auf den Hals gehetzt worden und er musste es so gut umsetzen, wie es irgendwie möglich war. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist der Blackout-Modus dafür, dass wir in COD noch nie ein Battle Royale hatten, absolut hervorragend gelungen. Er musste sich aber immer wieder an das halten, was im Multiplayer seitens von den Leuten wie Matt Scrons und Tony Flame gemacht wurde. Dementsprechend hat man ihm auch angemerkt, dass er teilweise wirklich unzufrieden war, weil er nicht machen konnte, was er gerne wollte. Und jetzt, heute, hat das Ganze ein Ausmaß angenommen, was ich nicht für möglich gehalten habe. Er hat den ganzen Tag wirre Sachen gepostet. Irgendwann kam ein ernsthafter Post, wo er gesagt hat, dass jemand, den er sehr respektiert und der ihn selber sehr respektiert, ihm nahegelegt hat, dass er sich von der COD-Welt verabschieden sollte, aus dem einfachen Grund, dass
er als Person nichts mehr zu sagen hat. Das für Leute, für jemanden, der über Jahre sein Lebenswerk geschaffen hat, von wahrscheinlich einem Verantwortlichen, seinem Headchef von Treyarch oder dem Chef von Activision, man weiß es nicht. Er hat das gepostet und da habe ich schon gedacht, okay, hier ist richtig was los heute. Und jetzt, nachdem noch ein paar andere wirre Posts waren, ist die Bombe geplatzt. David von der Haar hat nicht länger einen Twitter-Account. 1,2 Millionen Abonnenten, er ist vorhin gelöscht worden. Von ihm, von Twitter, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Es gibt den Account nicht mehr. Ihr könnt mir bei Twitter folgen. Haptic hat das eben auch schon aufgenommen. Ich hatte vor, die nächsten Tage da was drüber zu machen, um zu gucken, was da jetzt noch bei herauskommt. Ich war mir 100% sicher, dass er derzeit am Black Ops 5 für das nächste Jahr arbeitet. Wieder im Multiplayer, so wie man das von ihm kennt. Aber so wie es aussieht, war das falsch gedacht. David von der Haar ist, so wie es aussieht, nicht länger Chef von Treyarch. Um ganz genau zu sein, hat er mit Treyarch anscheinend gar nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, wie hart die Kacke wirklich am Dampfen ist aktuell, aber ich zeige euch ein paar Screenshots von den Posts, die ich heute durch Zufall aufgenommen habe, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht auch nicht ganz Zufall, dass irgendetwas nicht stimmt. Er hat ganz komische Sachen geschrieben, Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben. Er hat einen Twitter-Post 4-mal hintereinander im Abstand von ein paar Minuten abgesendet und der war 1:1 jeweils der gleiche. Bis er dann irgendwann gesagt hat, dass jemand, wie gesagt, der ihn respektiert und den er respektiert, das hat er in Anführungsstrichen gesetzt, ihm nahegelegt hat, dass er sich fernhalten sollte von Call of Duty, weil er nicht länger verantwortlich ist. So wie es aussieht, Leute, ist bei Activision und Treyarch noch viel mehr Scheiße am Dampfen, als wir bisher auch nur ansatzweise gedacht haben. Wir haben ja schon gedacht, dass der Kotaku-Report, der vor ein paar Wochen rauskam, als darüber gesprochen wurde, warum Black Ops 4 im Prinzip so ist, wie es jetzt ist, warum die ganzen Sachen nicht ordentlich funktionieren, warum die Entwicklerstudios Sledgehammer und Raven Software plötzlich nur noch Assistenten sind, obwohl sie für das nächstjährige COD hauptverantwortlich waren. Plötzlich ist Treyarch wieder das Studio, obwohl sie gerade Black Ops 4 machen und eigentlich hier dran arbeiten sollten. Plötzlich arbeiten sie an Black Ops 5 für nächstes Jahr. Also egal, was da derart wirklich derzeit los ist, es ist das absolute Chaos. David von der Haas Account bei Twitter, ihr könnt gerne gucken, ist nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, wo der Account ist. Also, was heißt, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt keine Tweets mehr sehen, ihr könnt den Account nicht mehr finden, er ist weg. 1,2 Millionen Follower innerhalb von einer Sekunde weg. Ich weiß nicht, was da jetzt noch bei herauskommt. Ich hoffe einfach nur, dass es ihm geistig wirklich gut geht, weil man einfach mitbekommen hat, dass er wirklich in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr 100% fit war. Er hatte wirklich Probleme, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat man wirklich mitbekommen. Zwischendurch hat man noch gedacht, dass das vieles einfach nur ein bisschen Spaß wäre. Das ist es, das kann ich euch jetzt aber sagen, definitiv nicht. Man löscht seinen Twitter-Account nicht einfach mit 1,2 Millionen Abonnenten, weil einem langweilig ist. Die letzten Stunden, die Tweets, die er rausgehauen hat, die Posts, das, was er gesagt hat, das, was er für eine Meinung vertreten hat, der Angriff auf Activision, als er ganz klar öffentlich gesagt hat, Leute, mir wurde gesagt, ich soll mich von COD verpissen, in Anführungsstrichen, war schon extrem krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht nicht gut aus, was das Entwicklerstudio Treyarch angeht, denn wir haben heute, wirklich mit Stand heute und diesem Jahr, das erste Mal gesehen, wie ein COD aussieht, wenn David von der Haar im Multiplayer keine Finger ranrührt. Das heißt, wenn er nicht verantwortlich ist. Und wir haben das dieses Jahr gesehen. Black Ops 4 ist von allen Black Ops Teilen das mit Abstand schlechteste. Dazu kommen die Mikrotransaktionen, dazu kommen die ganzen Bugs, dass die Lobbys lenken, dass ihr völlig überpowerte Waffen habt, die überhaupt gar keine Balance haben. Ob das die Daemon ist oder eine Rampart mit Doppelgroßkaliber oder eine Titan, dass es Perks und Ausrüstungen gibt wie Akustiksensor. All solche Sachen in dem Ausmaß hat es die letzten Jahre bei Black Ops 1, 2 und 3 in dem Sinne nicht gegeben. Es gab natürlich in jedem COD etwas, was einem nicht gefallen hat. Das ist auch ganz normal, weil man immer irgendwas hat, was man nicht mag. Und ein Entwicklerstudio wird es niemals schaffen, dass 100% der Spieler zufrieden sind. Es gibt Core-Spieler, Hardcore-Spieler, es gibt gute Spieler, schlechtere Spieler, alles mögliche. Aber was man bisher mit David von der Haar jedes Jahr geschafft hat, war, dass die Mehrzahl der Leute gesagt hat, cooles COD, hat Spaß gemacht, Black Ops 3 wurde über Jahre gespielt. Von Black Ops 2 redet man immer noch als das beste COD, zusammen mit MW2, vielleicht MW3 damals. Das sollte jedem zu denken geben, was wir hier aktuell für eine Scheiße am Laufen haben.
Wenn ihr mir das alles nicht glaubt, guckt einfach mal bei Twitter und versucht ihn mal zu finden. Ihr habt ja auch die Screenshots schon gesehen. Es ist wirklich absolut heftig und ich wollte darüber unbedingt heute ein Video machen. Ich persönlich muss abschließend tatsächlich sagen, ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ich weiß, dass er wirklich seine Lebenszeit darin investiert hat, gute Spiele zu machen, weil das etwas ist, das ist kein Job, den er sich einfach aus Langeweile ausgesucht hat, sondern das ist ein Job, den der wirklich von Herzen gerne gemacht hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass ihm irgendwas passiert, dass er wirklich psychische Hilfe braucht oder, dann hoffe ich, dass er aus dem Ganzen ordentlich wieder rauskommt. Das alles ist aber aktuell einfach nur Spekulation und ich hoffe inständig, dass es ihm gut geht und dass das Ganze irgendwie ein gutes Ende nimmt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da, ansonsten ich bin raus. Haut rein.